Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Verde von Masimoto in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, so natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Verde von Masimoto, das Ganze heute am 27. April erschienen. Nicht als Box, dafür aber als CD und als Vinyl. Und genau diese werde ich euch heute vorstellen. Bevor wir das Ganze aus der Folie holen, wir haben hier oben einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Verde plus Album-CD. Und dann haben wir noch das Materia-Logo. Wenn das Ganze mal aus der Folie befreien und uns dann im Detail ansehen. So. Albumtitel Verde ist ja sehr interessant gewählt und zu dem Ganzen gibt es zwei Erklärungen, meiner Meinung nach. Also zum einen, wie Masimoto selber schon gesagt hat, Verde ist V plus Erde und V ist ja die römische Ziffer für 5 und dementsprechend macht es auch Sinn, denn es ist das 5. Album von Masimoto. Was für mich aber eigentlich noch mehr Sinn macht, ist Verde auf Italienisch und das bedeutet Grün. Und Grün ist ja die Farbe, die man mit Masimoto in erster Linie assoziiert. Gut, wir haben hier eine relativ ungewöhnliche Vinylverpackung, habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Und zwar ist das Ganze hier so eingerahmt. Hier ist es auch beim Transport schon leicht eingerissen, aber damit werde ich leben können. Wir haben hier unten Verde stehen und hier einen schwarzen, mehr oder weniger Kreis. Und hier sehen wir eine M4, dürfte das sein, in grün und rosa. Und diese wurde hier zerbrochen. Also die Waffe wurde unbrauchbar gemacht. Ansonsten hier wilde Schmierereien und Farbkleckse in grün und pink. Auf der Seite lesen wir auch nochmals Verde. Und auf der Rückseite haben wir nur Masimoto Logo und andere Sachen, also viele Graffiti, viele Tags, viele Farbverläufe, Barcode und Credits. Gut, was stehen wir hier? Paul Ripke ist schön, alles klar. Ja, dazu gab es auch das Interview. So, dann haben wir einmal die Vinyl, dann kommt uns auch gleich hier die CD entgegen. Und wir sehen schon, nachdem wir das Ganze entnommen haben, kommt uns hier nochmal ein riesen Masimoto-Logo entgegen. Also rein von der Vinylgestaltung ist das interessant gemacht. Wie gesagt, habe ich so noch nie gesehen. Gut, wir starten mal mit der Vinyl. Und zwar sind das in dem Fall zwei. Also wir haben hier eine Doppelvinyl. Wir haben, ja genau, das wäre jetzt abgegangen, eine Tracklist. Und zwar haben wir hier einmal auf der A-Seite 3 Tracks. Und dann auf der B-Seite auch nochmals 3 Tracks. Wir haben hier Features von The Friendly Ghost und Walking Tread, also Treadman in dem Fall. Und dann auch noch Salsa 359. Gab ja schon jede Menge Videoauskopplungen zum Album. Die meisten jedoch relativ kurz, also so ein Minüter. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich stehe eher so auf weniger Videoauskopplungen, aber dafür dann wirklich auch volle Länge. Okay, dann haben wir hier eine schwarze Vinyl. Und hier ungewöhnlich nicht A- oder B-Seite, sondern hier durchnummeriert, also 1 in dem Fall. Auf der Rückseite dann klarerweise die 2. Ganz klassisch in schwarz gehalten, die Vinyl. Und die kommt dann eben in dieser schwarzen, bedruckten, mit Neongrün und Neonpink bedruckten Hülle. Dann haben wir die zweite Vinyl. Hier sehen wir einmal die Masimoto-Maske mit einem V darauf. Und auf der Rückseite haben wir auch hier wieder die Tracklist. Wir haben hier grüne Fingerabdrücke. Und auch hier haben wir diverse Tracks. Und so haben wir 3 Tracks auf der einen Seite und dann noch 5 Tracks auf der anderen Seite. Wir haben hier Features von Menschenfreund 88, also es dürfte Audio 88 sein. Und dann haben wir ein Feature von Virus Boy und Jadula oder Jadula Rasa. Sagt mir ehrlich gesagt nichts. So sieht das Ganze aus. Einmal hier römisch 3 und auf der Rückseite römisch 4.
Die Vinyl ebenfalls wieder glatt in schwarz gehalten. Aber mir gefällt das immer gut, wenn die Vinylhüllen nochmal separat gestaltet sind, so wie hier. Und wenn das nicht einfach hier nur so in weiß und oder in schwarz gehalten ist, sondern wenn man hier auch noch irgendwas sieht. Und dann haben wir zusätzlich zu den beiden Vinyls auch noch ein Album auf CD. Und zwar eben Verde auf CD. So sieht das aus. Leider kommt dies in so einer Plastikhülle. Ja, hätte man meiner Meinung nach zumindest in so einem Digi-Sleeve, in so einer Papphülle machen können. Aber gut, das Album auf CD dabei, da natürlich viele Leute heutzutage keinen Plattenspieler mehr haben und das dann somit anhören können. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal diese Doppelvinyl hier, die vier Seiten der beiden Vinyls. Dann haben wir das Album auf CD, kommt in dieser Plastikhülle. Und das Ganze dann, das Ganze dann in dieser Vinyl, ja, in dieser Verpackung. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Masimoto unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.